Großeinsatz in der Lübecker Innenstadt. Mehrere Männer gerieten am Freitagabend in einen heftigen Streit. Die Beteiligten, die der Rockerszene angehören sollen, gingen mit Äxten und Macheten aufeinander los. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Die Polizei rückte mit 15 Streifenwagen zum Tatort aus. Auch Diensthunde wurden eingesetzt. Die Beamten konnten 11 Männer festnehmen. Zudem stellten sie die Fahrzeuge, darunter einige Motorräder, der beteiligten Männer sicher. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.